Hallo Freunde, herzlich willkommen beim ersten Video meines neuen YouTube-Kanals. Mein Name ist Miriam und ich muss gleich vorweg zugeben, dass ich süchtig bin. Und zwar nach schönen Interieurs, Architektur, Möbeln, Farben und Dekorationsideen. Wunderbare Raumdesigns sind überall. Es gibt viel mehr, als man jemals in den eigenen Räumen umsetzen kann. Auf meinem neuen Kanal Tiny Rooms Therapy werde ich versuchen, die Sehnsucht nach schönen Designs zu befriedigen und Innenarchitekturträume zu realisieren. Und zwar als Miniaturen. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Produzieren von Minis macht noch süchtiger. Wer trotzdem immer wieder solche Dopaminschübe braucht, der ist bei diesem neuen Kanal genau richtig. Und das ist unsere erste Therapiesitzung. Ich werde dieses elegante Wohnzimmer als Miniatur im Maßstab 1 zu 16 nachbauen. Das Design stammt ursprünglich von Neptune Interior Design in Großbritannien. Das Bild habe ich auf Pinterest gefunden. Na dann, legen wir mal los. Ich habe die Möbel im Maßstab 1 zu 16 skizziert. Zuerst schneide ich die Teile für das Sofa aus einer Modellbauplatte auf Polyurethanbasis. Die gekrümmten Teile der Rückenlehne habe ich hier markiert. Ich schleife sie ab, bis die Form mit dem entworfenen Design übereinstimmt. Bei den Sitzkissen habe ich die Kanten nur leicht abgerundet. Die Armlehnen sind oben abgerundet. Als nächstes schneide ich die Grundform des Sessels aus. Ich markiere die innere Form und schnitze das Material heraus. Die Oberfläche dieses Materials ist ein wenig rau. Um es glatter zu machen, trage ich ein oder zwei Schichten wasserverdünnten Holzleim auf. Die Möbel zweimal anmalen und dann die Teile zusammenkleben. Als nächstes brauchen wir Balsaholzsticks für die Sofa- und Stuhlbeine. Das ursprüngliche Sofa hat gedrechselte Vorderbeine. Ich werde die Form mit meinem Nagelbuffer schleifen. Und das ist eines der Vorderbeine der Sessel. In Form schleifen und dann auf Länge schneiden. Dann alle vorbereiteten Möbelbeine schwarz anmalen und an die Möbel kleben. Und fertig! Jetzt brauchen wir ein paar Kissen. Den Stoff zuschneiden, an den Kanten Kleber auftragen und dann parallel zukleben. Auf der Rückseite bleibt eine Öffnung. Wenn der Kleber vollständig trocken ist, ein wenig Füllung in die Kissen stopfen. Das sieht bequem aus, oder? Als nächstes brauchen wir stärkeres Papier und dicken Holzkarton für die Kamineinfassung. Mein Design ist ein bisschen anders als das Original von Neptune. Ich schneide die Stücke aus dickem Papier sowie aus 1 mm und 3 mm dickem Holzkarton. Die Vorderseite verziere ich mit einem dekorativen Ornament. Dann klebe ich alle Teile zusammen. Der Kaminsims wird mit weißer Acrylfarbe bemalt. Die Bodenplatte besteht aus Holzkarton, sie wird mit Klebefolie beklebt. Für die Kaminöffnung habe ich einen schwarzen Rahmen hinzugefügt. Dieses offene Feuer habe ich auf Overheadfolie ausgedruckt, das kommt in die Kaminverkleidung hinein. Ich stelle später ein flackerndes Teelicht dahinter. Für die Wände der Roombox verwende ich Schaumkernplatte. Die äußeren Teile der Rückwand bemale ich grau, der Rest der Wand bleibt weiß. Die Kaminwand wird mit Heißkleber montiert.
So, jetzt brauchen wir etwas Kunst für die Wände. Ich habe Bilder ausgedruckt und zugeschnitten. An zwei der Kanten klebe ich einen sehr dünnen Streifen doppelseitiges Klebeband. Dann klebe ich das Kunstwerk auf die transparente Folie. Einfach den Film um das Kunstwerk herum wegschneiden. Für die Bilderrahmen habe ich ein Stück weißes Papierband mit Vergoldungsflüssigkeit bemalt und trocknen lassen. Das goldene Klebeband schneide ich in feine Streifen und klebe diese auf die transparente Druckerfolie. Das ergibt perfekt realistisch aussehende Rahmen für unser kleines Projekt. Holzrahmen würden ein bisschen zu klobig aussehen. Als nächstes bereite ich feine Metallstäbe für den Couchtisch vor. Diese dünnen Holzstäbchen sind mit Shellac überzogen und getrocknet. Dann habe ich Mixtion Anlegeöl aufgetragen, 3 Stunden trocknen lassen und die noch klebrigen Sticks mit Kompositionsgold bedeckt. Die feinen goldenen Stäbe schneide ich nach meinem Entwurf zu und klebe sie mit Sekundenkleber. Für die Glasplatten habe ich wieder Druckerfolie verwendet. Und voilà, hier ist unser Couchtisch. Jetzt brauchen wir die beiden Konsolentische für die Nischen an der Rückwand. Ich schneide die benötigten Teile aus feinen Holzstäbchen und klebe sie in die Tischchenform. Diese Konstruktion ist zunächst sehr wackelig, einfach sehr gut trocknen lassen, dann ist sie ziemlich stabil. Dann weiß anmalen. Anstelle von Blattgold verwende ich für die Konsolentische flüssige Vergoldung. Das ergibt einen anderen Look, aber diese Vergoldungstechnik geht viel schneller. Natürlich brauchen wir auch ein paar Bücher für das Wohnzimmer. Ich habe ein paar simple Buchcovers gestaltet und ausgedruckt. Einfach ausschneiden und falten. Die Buchseiten werden einfach aus Holzkarton zugeschnitten. Das ist meine kleine Sammlung an Architektur- und Designbüchern. Ich habe auch einige Pflanzen, eine moderne Drahtskulptur und verschiedene Lampen hergestellt. Zeit für den Holzboden. Das hier ist Holzkanten-Umleimerband. Das werde ich auf die Holzplatte aufbügeln. Und das ist die Seitenwand der Roombox. Ich baue einen Fensterrahmen. Die Verkleidung ist aus Holzkarton. Dann habe ich das Fenster gestaltet, ein Deko-Element hinzugefügt und das Ganze weiß gestrichen. Jetzt kleben wir die Seitenwand ein. Für das Deckenfries schneide ich Holzkartonstreifen. Die Kanten werden mit Schleifpapier abgerundet, dann wird alles zusammengeklebt. Ich male das Zierprofil weiß an, schneide es auf Gärung und klebe es an seinen Platz. So, jetzt ist es Zeit, die Roombox einzurichten und das fertige Miniaturwohnzimmer zu enthüllen. Erst noch ein bisschen sauber machen. Das hier war unser Ziel. Ein wunderschön gestaltetes, modernes Wohnzimmer im georgianischen Stil. Die Symmetrie und Proportion ist einfach ein Traum. Und hier sind die fertigen Miniaturmöbel. Was meint ihr? Wer hätte nicht gerne so einen eleganten Raum? Übrigens, das Zimmer ist im Maßstab 1:16 gebaut. Eine erwachsene Person wäre knapp unter 5 Zoll oder 12 cm groß. So, das war's für heute. Ich hoffe, die erste Tiny Rooms Therapy-Sitzung hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst es mich bitte in den Kommentaren unten wissen.
Wenn ihr eine Idee habt, welches Zimmer ich als Miniatur rekreieren soll, oder wenn ihr Fragen habt, lasst es mich einfach auch in den Kommentaren wissen. Bitte das Video teilen, den Kanal abonnieren und die kleine Alarmglocke aktivieren, denn es kommen noch viele weitere Miniaturprojekte. Ich werde versuchen, alle ein oder zwei Wochen ein neues Video zu machen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye!